بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العرش العظيم الحمد لله رب السماوات والأراضين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemand, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Und ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah werden wir in diesem Live über ein wichtiges Thema sprechen. Und wie man, denke ich, sehen kann, habe ich das Thema ausgewählt. Du bist undankbar. Du bist ein undankbarer Mensch. Und deswegen werden wir inshallah über die Dankbarkeit reden. Denn, liebe Geschwister, die Dankbarkeit ist einer der größten Gnaden, die Allah subhanahu wa ta'ala seinem Diener geben kann. Einer der größten Rechtleitungen, die Allah subhanahu wa ta'ala dir geben kann als Mensch. Und Allah subhanahu wa ta'ala liebt die Dankbaren. Und Allah azza wa jal ist der Dankbare. Allah azza wa jal ist der Dankbare. Ist ein Name von den Namen Allah subhanahu wa ta'ala, Ash-Shakur. Allah azza wa jal er gibt dir und er lässt dich Sachen machen und ist dankbar dafür, subhanallah. Und er braucht dich nicht, weder dich noch deine Taten. Aber Allah azza wa jal ist der Dankbare. Und Allah azza wa jal hat es verdient, dass man ihm dankt. Und davon ist auch der Name des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad von Al-Hamd, ja? der es verdient hat, dass man ihn lobt, dass man ihm dankt, alleine wegen seinen Eigenschaften, nicht weil er dir unbedingt etwas gibt, subhanallah, nicht alleine weil er dir etwas gibt, sondern alleine weil er so ist, wie er ist, ja? Wegen seinen Eigenschaften, wegen dem, wie er ist. Er hat es verdient, dass du ihm dankst. Subhanallah. Und deswegen, barakallahu fikum, liebe Geschwister, ist das wichtig, dass wir über diese Eigenschaft oder über diese Sache oft sprechen und uns gegenseitig ermahnen und versuchen immer und immer wieder dankbar zu sein. Denn Allah subhanahu wa ta'ala liebt die Dankbaren. Allah liebt die Dankbaren. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Sehr, sehr wichtige Sache, liebe Geschwister. Und wenn wir uns den Islam anschauen, den Koran anschauen, wie oft Allah subhanahu wa ta'ala im Koran über die Dankbarkeit spricht, wie der Koran im Allgemeinen aufgebaut ist und alle Ibadats im Islam aufgebaut sind, so haben sie alle eine direkte Verbindung mit der Dankbarkeit. Alle Taten im Islam, alle Säulen des Islam. Ja, subhanallah. Wenn du bedenkst, dass der Koran mit dem Dank von Allah subhanahu wa ta'ala beginnt. Alhamdulillah, die erste Surah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ja? Der Koran fängt an, das Wort, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala quasi den Koran angefangen hat, ist Alhamdulillah Rabbil Alamin. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der Mitte, oder fast in der Mitte des Korans, in der Surah, Surat Yunus, sagt Allah azza wa jal, ziemlich am Anfang der Surah, sagt Allah azza wa jal, dass das Wort, was die Gläubigen sprechen, das letzte Wort ist was? Das letzte Wort ist وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Und ihr letztes Wort ist auch Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala dankt. Der Koran fängt an mit der Lobpreisung, mit der Dankbarkeit Allah gegenüber. Und das letzte Wort, was die Gläubigen sprechen, ist auch Alhamdulillah Rabbil Alamin. Es fängt mit Dank an und es endet mit Dank. Subhanallah, das ist der Islam. Und wenn man bedenkt, Subhanallah, die ganzen Anbetungen, die wir machen, ja, die fangen auch alle mit dem Dank an und beinhalten alle Dank. Schaut mal diese Adhkar, ja, eine der besten Taten, die man im Islam macht, ist Allah zu gedenken. Diese ganzen Dua oder Ad'iyah, ja, Plural. Die ganzen Ad'iyah, die man spricht, die ganzen Adhkar, die man spricht morgens und abends, die sind voll, komplett gefüllt mit Dankbarkeit. Ja, du sagst, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd. Ja, ihm ist das Königreich und ihm ist der ganze Dank oder der ganze Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Bittgebete, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana, Alhamdulillah Rabb, diese ganzen Bittgebete, die uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat. Wenn du zu Hause reinkommst, wenn du rausgehst, wenn du dieses machst, wenn du das gemacht hast, wenn du gegessen hast, all diese Bittgebete, die beinhalten allesamt Dankbarkeit zu Allah. Ja? Dankbarkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das sieht man in allen möglichen, in jeglicher Hinsicht. Bei den ganzen Adhkar, die man sieht, die man lernt und die man praktiziert, die ganzen Adhkar sind voll von Alhamd. Das Gebet, im Gebet sagst du so oft, ja, du fängst das Gebet schon an mit Allahu Akbar und das erste, was du sagst, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ja, du dankst Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann gehst du zum Ruku' runter und du kommst wieder hoch, Rabbana walakal hamd, oh Allah, dir gebührt der ganze Lob. Die Lobpreisung gebührt dir, ja Allah. Ja? Und im Gebet, ja, sagst du es wieder und wieder und wieder. Das ist das Gebet. Und wenn du das Gebet beendet hast, was sagst du? Nachdem du das Gebet beendet hast, du sagst Subhanallah, 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 Subhanallah. Dann sagst du Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Du hast gerade gebetet. Du hast gerade deinen Schöpfer angebetet. Aber was bringt das mit sich? Du musst dich bei Allah bedanken dafür, dass er dich hat beten lassen, dass er dich recht geleitet hat zum Gebet, dass du diese super Taten machen konntest, damit du überhaupt inshallah ins Paradies kommst. Es ist Dank nach Dank nach Dank, subhanallah. Und das sehen wir bei anderen Ibadats. Die Ibadat, die wir jetzt gerade machen, dieser Monat von Ramadan, ist ein Monat auch der Dankbarkeit, subhanallah. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala spricht zum Beispiel im Koran oder in den Versen über, einen Moment, habe es hier rausgesucht. Allah subhanahu wa ta'ala spricht über, okay, ich nehme jetzt keinen Live-Beitritt, weil ich spreche jetzt erstmal inshallah über dieses Thema, ohne inshallah Ablenkung oder so, ja, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala spricht in Surat al-Baqarah über das Fasten, über den Monat Ramadan. Ja? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun und so weiter. Ja, oh, ihr, die ihr glaubt, Allah hat euch verpflichtet zu fasten, so wie er es denen verpflichtet hat, die vor euch waren, bestimmte Tage und so weiter. Und am Ende, in derselben Seite, sagt Allah subhanahu wa ta'ala was? Allah möchte euch keine Last auferlegen. Allah möchte es nicht schwer für euch machen. Dieses Fasten und so. Allah möchte euch das Leben nicht schwer machen. Er möchte euch viel mehr Erleichterung geben. Und dann sagt لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, sodass ihr dankbar werdet. Ja? Sodass ihr dankbar praktiziert. Und deswegen, das sehen wir immer und immer und immer wieder im Koran, liebe Schwester. Ja, du fastest und Allah möchte, dass du was machst? Dass du dankbar bist. Sei dankbar, dass du fasten darfst, ja? Sei dankbar, dass du fasten darfst, dass Allah dich das machen lässt. Das ist eine Gnade von Allah, das ist ein Geschenk von Allah. Dass du ihn überhaupt anbeten darfst. Und wird vielleicht deutlich, wenn du ein bisschen weitergehst im Koran, und dann liest du zum Beispiel am Anfang die Surah Nummer 7, die Höhen, ja, direkt am Anfang von der Surah, in der zweiten Seite, sagt Allah subhanahu wa ta'ala was? Der Satan hat versprochen, ja, der Satan hat versprochen und hat geschworen, oh Allah, ja, weil du mich verflucht hast, der Satan spricht, weil du mich verflucht hast, ich werde den Menschen, ich werde die Menschen mitnehmen in die Hölle, ich werde die auseinandernehmen, ich werde von vorne kommen und von hinten kommen und von rechts kommen und von links kommen. Und dann sagt er was? Und du wirst ganz gewiss die meisten von ihnen nicht dankbar vorfinden. Ja, das heißt, der Satan, der kämpft gegen dich, damit du Allah nicht dankst. Das ist crazy. Subhanallah. Ja, der kämpft dafür, dass du nicht dankbar bist. Dass du einfach nicht dankst. Der will nicht, dass du dankbar bist. Weil er war undankbar Allah gegenüber. Ja, er war Allah Azza wa Jal undankbar. Und er möchte, dass wir auch undankbar sind. Und deswegen sagt er, und ich werde die Menschen, ich werde von überall kommen, ich werde sie vom Weg abbringen. Und er hat darauf geschworen. Und er hat das sich zur Pflicht genommen, Tag und Nacht, nonstop. Ja, subhanallah. Und er sagt, und oh Allah, du wirst sehen, dass die meisten von ihnen nicht dankbar sein werden. Subhanallah. Und das ist auch im Koran. Und dann eine Seite oder zwei Seiten danach spricht Allah subhanahu wa ta'ala, eine Seite danach oder zwei, spricht Allah wieder über die Gläubigen, ja, dass wenn sie ins Paradies eingehen werden, was werden sie sagen? Sie werden sagen, Alhamdulillah, sie werden Allah wieder danken. Das ist einfach eine Eigenschaft, die du haben musst als Gläubiger. Wenn du ein Gläubiger bist, wenn du ein Muslim bist, du bist dankbar. Du musst dankbar sein, du kannst gar nicht anders als dankbar zu sein. Wenn die Leute ins Paradies eingehen werden, was werden die sagen? Alhamdulillahilladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Oh, wir danken Allah. Oh Allah, wir danken dir. Ja, warum? Allah, du hast uns recht geleitet zu diesem Weg, zu diesem Paradies. Und wir hätten uns niemals recht leiten können, hättest du uns nicht recht geleitet. Und das Paradies wird ihnen als Erbe gegeben für das, was sie zu tun pflegen. Was haben sie gemacht? Sie haben Allah gedankt. Und weil sie Allah gedankt haben, haben sie das Paradies dafür bekommen. Und wenn sie ins Paradies eingehen, sie danken wieder. Weil das ist einfach die Eigenschaft, die du haben musst. Als Gläubiger, als Mensch. Subhanallah. Und ich bringe gleich inshallah auch ein paar logische Sachen. Ja, subhanallah. Schaut auch, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem anderen Vers, in Surat Ibrahim, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Allah sagt im Koran, und er bekräftigt, diese eine Aussage, Bekräftigung. Ja? Und wenn ihr dankbar seid, so werde ich euch noch mehr geben. Noch mehr geben von meinen Gnaden. Das heißt, wenn du inshallah betest und fastest und rechtschaffen bist und spendest und dankbar bist, Allah wird dir noch mehr davon geben. Allah wird dir noch mehr die Möglichkeit geben, Gutes zu tun und zu beten und zu fasten und zu spenden. Wenn du dankbar bist für das Geld und Gesundheit, Allah wird dir noch mehr dafür geben. Noch mehr Gesundheit, noch mehr Geld, noch mehr Segen. Subhanallah. Ja, Allah verspricht das im Koran. Und dann sagt er das Gegenteil. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ. Und wenn ihr Kufr macht, und hier ist Kufr und Ni'ma gemeint, wenn ihr Kufr macht, wenn ihr das Gegenteil macht, wenn ihr undankbar seid, so ist meine Strafe gewaltig. Undankbarkeit, das heißt, Dankbarkeit bringt was? Dankbarkeit bringt dir Segen, bringt dir noch mehr Gutes in deinem Leben. Mehr Glückseligkeit, mehr Erfolg, mehr Lächeln, mehr Lachen, mehr Glückshormone, Glücksgefühle. Wenn du dankbar bist. Und wenn du undankbar bist, Strafe. Und Strafe kann auch sein, was? Ja, dass dir die Gnaden weggenommen werden, die du hast. Ja? Glückseligkeit wird dir weggenommen, alles wird dir weggenommen. Warum? Weil du bist undankbar. Und liebe Geschwister, stellt euch nur eine Sache vor, subhanallah. Stellt euch nur eine Sache vor, jetzt im normalen Leben. Und wir sprechen das ja oft. Und wir hatten das, glaube ich, alle schon mal. Du hast irgendeiner Person, irgendeinem Bruder, einer Schwester, einen Freund, Cousin, Cousine, Onkel, irgendjemand. Du hast ihm geholfen. Der war richtig mies dran, richtig Probleme, dies, das, du hast ihm geholfen. Und du hast ihm gegeben, du hast ihn bei dir wohnen lassen, du hast ihm Geld geliehen, du hast ihm keine Ahnung was für ihn gemacht. Ja? Du bist mit ihm durch dick und dünn gegangen, du hast ihm richtig aus dem Sumpf, hast ihn rausgeholt. Und wenn diese Person dir dann in den Rücken fällt, hat das, ich dies, das. Und dann macht er Dank dafür. Reden wir nicht so, reden wir nicht alle so oder denken wir das nicht? Wallah, wir sind so, das ist einfach die Wahrheit, der Mensch ist einfach so. Stellt euch mal vor, subhanallah, wir sind so. Du hast jemandem einmal geholfen, du hast jemandem einmal was geliehen oder zweimal oder lass es 10 oder 100 Mal sein. Wenn er denn einen Fehler mit dir macht, subhanallah, was machen wir mit diesen Menschen? Wir nehmen die, das ist einfach, das ist dann dein, das ist dein Feind, das ist der Satan schlechthin, ja. Böser, schlimmer gibt's gar nicht mehr. Subhanallah. Aber liebe Geschwister, ehrlich zu uns sind, subhanallah. Wie ist das mit uns, zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala? Allah hat uns erschaffen, du warst gar nicht da. Ja? Du warst einfach gar nicht da. Lam yakun shay'an madhkura, dieser Mensch, wie in Surat al-Insan, der Mensch, der erste Vers, es gab eine Zeit, du warst nicht da. Keiner kannte dich, du bist noch nicht ins Leben gerufen worden, du bist nicht geboren worden. Allah hat dir Leben geschenkt. Stell dir mal vor, du bist gerade am Ertrinken oder dir passiert gerade was und ja, du bist am Ertrinken und bist von einem Schiff runtergefallen oder keine Ahnung und khalas, du stirbst jetzt und niemand hat sein Leben riskiert, um dein Leben zu, ja, wie sehr wirst du dieser Person danken, wenn jemand dir dein Leben rettet? Wie sehr wirst du dieser Person danken? Was würdest du ihm für Geschenke geben? Der hat dir dein Leben gerettet. Allah hat dir nicht dein Leben gerettet. Allah hat dir dein Leben gegeben. An erster Stelle. Du warst gar nicht da. Allah hat dir ein Leben gegeben. Und Allah Azza wa Jalla hat dich nicht erschaffen als Esel oder als Schwein oder als Ameise und die Leute treten auf dir drauf. Allah hat dich nicht erschaffen als Baum oder als Stein. Als Kuh, die gemolken wird. Allah hat dich erschaffen in der besten Schöpfung. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah sagt, und wahrlich, wir haben den Sohn Adams, den Menschen, wir haben den Ikram gegeben. Wir haben ihm, das ist die beste Schöpfung. فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Wir haben den Menschen erschaffen in der besten Schöpfung, in der schönsten Schöpfung, subhanallah. Und wir haben den als, subhanallah. Allah hat dich erschaffen. Allah hat dich nicht nur so erschaffen, sondern hat dich erschaffen und hat dir alles gegeben, was du hast. Und wir sind einfach undankbar. Wir sind undankbar. Ich bin undankbar. Und wir sind das alle. Du, wallahi, du bist undankbar. Wie viel beschweren wir uns? Ah, ich habe das nicht und ich kann mir das nicht leisten. Und guck mal, die anderen haben das und der hat das und der hat dies. Und ich habe das nicht und ja, wie geht's dir? Ja, geht so. Subhanallah. Du weißt, weil wir wissen nicht, wir schätzen das einfach, diese Gnaden von Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Liebe Geschwister, wir schätzen das einfach nicht, was Allah uns alles gegeben hat. Ganz kurze kleine Beispiele. Ja, und ich habe diese Frage habe ich mal einigen Jugendlichen gestellt. Euer Augenlicht. Ich habe denen gesagt, 1 Milliarde. 1 Milliarde. Jemand ist einfach, er ist Multimilliardär, er braucht Augen, er hat keine Augen, Unfall, keine Ahnung, irgendwas, ja. Und er kann nicht alle, sein Körper nimmt nicht alle an, denn der braucht deine Augen. Der zahlt dir 1 Milliarde dafür. Gibst du es? 1 Milliarde für deine Augen. 10 Milliarden, du bist ein Multimilliardär, du bist der 100 Milliarden, du bist der reichste Mensch der Welt. Gibst du es? Ich glaube nicht, dass du es gibst. Ich würde es nicht geben. Wenn du es nicht gibst, dann bist du schon mal ein Multimilliardär, weil du hast etwas, was Milliarden wert hat. Und jetzt gehen wir weiter. Deine Beine. 1 Milliarde, aber du hast keine Beine mehr. Gib deine Beine, da ist ein Milliardär, der braucht deine Beine. Ja? 1 Milliarde für deine Beine, gibst du sie? Du gibst sie nicht. Und ich gebe sie auch nicht, wallahi nicht. Und ich kann weiter. Ohren. Alles. Ja, subhanallah, deine Hände. Wirst du es geben? Du kannst nicht mehr laufen. Wirst du es geben? 5 Milliarden dafür. Ich frage immer wieder Brüder, ich kenne manche Brüder, die beschweren sich manchmal. Ja, kein Geld, ja, Probleme, keine Ahnung, Finanzamt. Manche beschweren sich halt oft oder sind oft Was sage ich denen? Sag ich, Bruder, guck mal, da ist ein Milliardär, der kann keine Kinder kriegen. Aber der würde für dein, weil der hat gerade ein Baby bekommen, oder ein Kind bekommen, 1 Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, voll süß, lecker zum Aufessen. Deine Tochter. 5 Milliarden für deine Tochter. Und das ist kein Pädophil oder so. Ja, die wird wie eine Prinzessin behandelt. Und der Typ ist Muslim und alles in Ordnung. Kann in Medina leben. 5 Milliarden für deine Tochter. Gibst du sie? Gibst du nicht. Ey, subhanallah, wohin? Wir sind alle Multimilliardäre. Wir sind mehr als Milliardäre. Wir sind reicher als der allerreichste Mensch auf dieser Erde. Aber wir schätzen einfach diese Gnaden nicht. Aber wir haben sie. Aber wir schätzen die. Und subhanallah. Und deswegen, ich glaube, man kann so viel darüber reden, über die Sachen. Aber wir sind einfach undankbar, liebe Geschwister. Wir schätzen einfach nicht das, was wir haben. Subhanallah. Und wallahi, Allah sagt es im Koran. Auch in derselben Surah, Surah Ibrahim. Und in anderen Versen auch. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, in Surat Ibrahim, Allah listet auf. Allah Azza wa Jalla hat euch Sonne und Mond gegeben und Tag und Nacht gegeben und diese Flüsse und Wasser und dieses und jenes und jenes. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Und Allah hat euch gegeben von allen Sachen, nach denen ihr gefragt habt. Alles, was ihr braucht, Allah hat euch, ohne dass ihr fragt, Allah hat euch alles gegeben. Und wenn ihr die Gnaden Allahs aufzählen wolltet, so könntet ihr das nicht. Subhanallah. Subhanallah. Und ich kann mit euch ein anderes Beispiel nehmen. Ja, ein anderes Beispiel nehmen. Ganz kurz. Wallahi, nur die Toilette. Ja, die Toilette. Einfach nur die Toilette. Wie viele Gnaden gibt es in diesem Badezimmer, was wir haben, liebe Geschwister? Nur ein Badezimmer. Ja, ich brauche nicht in die Küche zu gehen. Ich brauche nicht im Supermarkt mir diese ganzen Früchte anzuschauen und diese ganzen Gewürze und dieses ganze... Allah hat das nicht erschaffen, weil er das braucht. وَخَلَقَ لَكُمْ. Ja, Allah hat für euch alles erschaffen. Für uns. Allah braucht keine Himmel, keine Erde, keine Tomaten, keine Erde. Allah also hat alles, was es gibt. Über uns, unter uns, um uns herum. Allah hat das für uns erschaffen. Für dich erschaffen. Nur hat Allah Azza wa Jalla alles erschaffen, damit es dir gut geht. Aber bist du dankbar? Das ist die Frage. Subhanallah. Das Badezimmer, liebe Geschwister. Hat jemand von uns schon mal für das Badezimmer Allah gedankt? Ja, normalerweise sage ich eher, hast du schon mal Allah gedankt für Sicherheit? Du lebst in Sicherheit, du hast keine Angst, geschlagen zu werden oder... dass eine Bombe hochgeht oder, ne? Warum? Du lebst in einem Land, wo es Sicherheit gibt, wo es keinen Krieg gibt. Hast du Allah dafür gedankt? Eine der größten Gnaden von Allah subhanahu wa ta'ala ist Sicherheit. In Sicherheit zu leben. Du hast Ruhe. Deine Kinder spielen draußen oder so. Die gehen zur Schule, kommen zurück. Du hast, subhanallah. Sicherheit. Gesundheit. Wir können die Sachen nicht aufzählen. Sauerstoff, Familie, dass du Familie hast, dass du Eltern hast, dass du Kinder hast, dass du einen Ehepartner hast. Hast du dafür Allah gedankt, dass du Freunde hast? Dass du ein Dach über den Kopf hast. Hast du schon mal Allah gedankt für die Heizung, die du hast? Andere Leute frieren, die haben Schmerzen. Du kannst nicht schlafen. Ja? Hast du Allah schon mal gedankt für deinen Kühlschrank? Subhanallah. Liebe Geschwister, nur das Badezimmer. Ganz kurz über das Badezimmer. Du hast ein Badezimmer, wir müssen eigentlich Allah danken, dass wir ein Badezimmer haben. Weil zur Zeit des Propheten Muhammad sallam musste man weit weg in der Wüste sich einen Platz suchen. Sieh zu, wie du einen Baum findest, damit du dich ein bisschen verstecken kannst, weil du musst dich verstecken, ja? Damit du deine Geschäfte machen kannst. Und auch heute, in vielen Ländern der Welt, habe ich selbst gesehen, gibt es auch nicht so Toiletten, großartig. Ja? Such mal, damit du dich verstecken kannst und dann deine Sachen machen kannst. Aber nur in diesem Badezimmer, liebe Geschwister, in diesem Badezimmer hast du Wasser. Viele Menschen haben dieses Wasser nicht. Hast du Allah dafür gedankt? Du hast eine Toilette, ja? Haben viele Menschen nicht. Du hast dort eine Dusche oder eine Badewanne. Haben viele Menschen nicht. Du hast heißes Wasser und kaltes Wasser. Haben viele Menschen nicht. Du hast dort Seife und Waschmittel und Ja, Sachen, damit du dich reinigen kannst, haben viele Menschen nicht. Du hast da drin eine Heizung, damit dir nicht kalt ist währenddessen. Luxus, Luxus über Luxus über Luxus, haben viele Menschen nicht. Du hast da drin eine Nagelschere, haben viele Menschen nicht. Du hast da drin Sachen, die du cremst oder die Sachen, die du in deine Haare schmieren kannst. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der man kana lahu sha'r fanyukrimhu, derjenige, der Haare hat, er soll großzügig sein, seinen Haaren gegenüber großzügig sein oder seine Haare pflegen. Ja, mit Creme, Öle, ja. Derjenige, der Haare hat, der soll es machen. Du hast das, aber andere Leute haben das nicht, können sich das nicht leisten. Hast du Allah dafür schon mal gedankt? Du hast Toilettenpapier und Wasser. Andere Leute müssen gucken, dass sie irgendwie Blätter vom Baum besorgen oder sich sauber machen. Alles. Nur in diesem Badezimmer. Und ich könnte noch viele Sachen. Ja, du hast einen Rasierer und du hast einen Rasierer, mit dem du deine Haare, keine Ahnung, Achselhaare oder was auch immer, Haare rasieren kannst, was von der Sunna ist und was richtig ist, was man machen muss, was zur Körperpflege gehört und was zum Islam gehört, ja. Andere Leute haben das nicht. Andere Leute müssen das rausziehen in Afrika oder keine Ahnung wo. Ist einfach so, weil die es nicht haben, weil die das nicht leisten können. Tausende Produkte, die es nur Produkte und Sachen und Gnaden, nur im Badezimmer. Im Badezimmer, liebe Geschwister. Sollen wir rübergehen in die Küche, in deinen Kühlschrank, ins Schlafzimmer? Wohin? Wohin, subhanallah? Ja, das heißt, liebe Geschwister, wallahi, diese Sache der Dankbarkeit ist eine gewaltige Sache. Und Allah subhanahu wa ta'ala liebt, Allah liebt die Dankbaren. Und Allah ist mit den Dankbaren. Und es gibt große Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gelehrten. Ja, manche sagen, Dankbarkeit ist besser als Geduld. Und andere sagen, nein, die Geduld ist, wir haben beide ihre Beweise aus Koran, aus der Sunna. Manche Gelehrte haben gesagt, der Islam ist gebaut auf zwei Sachen, auf Geduld und Dankbarkeit. Geduld und Dankbarkeit, ja, subhanallah. Weil das die zwei schönsten und gewaltigsten Eigenschaften sind, über die Allah immer und immer und immer wieder spricht im Koran und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Sunna, ja. Und Allah liebt es, wenn der Diener dankbar ist. Nur beim Essen und Trinken alleine schon, ja. Wallahi, manchmal, wenn ich im Supermarkt bin oder so im Markt, und schau mir diese Berge an, so Berge, rot, gelb, grün, Avocado, Erdbeeren, Himbeeren, das, dies, 10 Millionen Arten von Früchte. Und manchmal bin ich in manchen Ländern, da siehst du eine Wassermelone, die ist rot von innen. Und bist du in einem anderen Land, ist diese Wassermelone gelb von innen. Und dann siehst du so eine Frucht, die ist da, in dem Land ist sie so, in dem Land ist sie so, in dem Land ist sie lang, in dem Land ist sie eine Kugel. Subhanallah, was hat Allah mit uns gemacht? Wie sehr liebt Allah subhanahu wa ta'ala seine Diener, dass er denen so viel an Gnaden gibt. So viele verschiedene Sorten von Fleisch und Fisch und Gemüse und Obst und Gewürze und so. Subhanallah, das hätte doch gereicht. Salz, Pfeffer, hätte doch gereicht. Ja Allah. Ja, subhanallah. Aber deswegen, liebe Geschwister, das ist eine Sache, die gewaltig ist. Die gewaltig ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt im authentischen Hadith, Inna Allah, wahrlich Allah, إذا أكل العبد الأكلة فحمد الله عليها وشرب الشربة فحمد الله عليها. Also Allah subhanahu wa ta'ala ist zufrieden mit seinem Diener, wenn er gegessen hat oder getrunken hat und Allah dankbar ist. Allah ist zufrieden mit dir, Allah dankt dafür. Allah gefällt das. Ja, subhanallah. Und er braucht deinen Dank nicht. Nicht, dass jemand denkt, ah, Allah hat es nicht nötig. Dass du dankst, nicht dankst, ist gleich bei Allah. Aber trotzdem freut sich Allah, also wenn du dankbar bist. Deswegen ist es wichtig, dass wir immer diese Bittgebete sprechen. Ja? Und in einem anderen Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn sallallahu alaihi wasallam, in Surat Al-Imran, وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Wir werden die Dankbaren belohnen. Allah liebt die Dankbaren, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht, dankbar zu sein. Und dankbar bedeutet nicht nur Allah gegenüber, sondern der Dank Allah gegenüber bedeutet auch, dass du jedem dankst, der dir etwas Gutes tut von den Menschen. Und deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Derjenige, der den Menschen nicht dankbar ist, der hat auch Allah subhanahu wa ta'ala nicht gedankt. Ja? Das heißt, es ist wichtig, liebe Geschwister, wir müssen, wenn egal wer dir was Gutes tut, du musst Allah subhanahu wa ta'ala immer danken. Du musst den Menschen danken, damit du Allah gegenüber dankbar bist. Und auch von Benehmen, dass du dankbar bist. Und deswegen, liebe Geschwister, diese Stufe der Eltern, ja, deswegen haben diese Eltern auch, ja, diese hohe Stufe, weil du musst denen Dankbarkeit zeigen. Dankbarkeit für das, was sie alles getan haben für dich, ja. Und wir haben vorhin, schon über die Sache gesprochen, wie das wäre, wenn du jemandem Gutes tust und er hinter deinem Rücken über dich redet. Oder wenn er dich danach abzieht. Ja, wie undankbar ist dieser Typ, würdest du sagen. Wie undankbar, das ist der undankbarste Mensch. Oder ist egal, kann auch Ehepartner sein oder wer auch immer. Ja, wenn du jemandem Gutes tust oder gut zu jemandem bist und der gibt es dir zurück mit Schlechtem. Du würdest diese Person hassen. Warum? Aber schaut mal, liebe Geschwister, schaut subhanallah wie bei uns. Allah hat uns erschaffen. Allah hat uns alles gegeben. Allah hat uns in der besten Schöpfung erschaffen als Menschen und hat uns gegeben Hände und Füße und Beine und Augen und Sehkraft und Hörkraft und Geschmacks, alles und Nahrung und Reichtum. Ja, wir sind so reich, liebe Geschwister. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Heizung, wir haben einen Kühlschrank, wir haben dies, wir haben das, wir haben so viele Gnaden, wir können die selber nicht aufzählen. Wir können selber diese Sonne und Mond und alles, was Allah gegeben hat, diese schöne Nacht zum Schlafen, diese Dunkelheit mit den Sternen, Allah hat das für dich erschaffen. Und stellt euch mal vor, was geben wir Allah zurück dafür? Du machst Bittgebete manchmal und Allah erhört deine Bittgebete. Was ist der Dank dafür? Was machen wir? Wie geben wir es Allah zurück? Wir geben es Allah zurück meistens in der Form von Undankbarkeit. Wir sündigen einfach. Und wir sind weiter sündiger und sündiger und sündiger. Er gibt uns und gibt uns und gibt uns. Und wir geben ihm zurück was? Wir geben ihm zurück Undankbarkeit. Subhanallah, aber wie sind wir mit anderen Menschen, wenn Leute mit dir einmal falsch umgehen? Nur weil du denen einmal Geld geliehen hast? Ja, du hast denen Geld geliehen, du hast ihm geholfen einmal. Wenn er dann einmal was Schlechtes macht, das ist der undankbarste Mensch auf dieser Erde. Der schlimmste aller Menschen. Aber wie sind wir? Wie ist der Zustand? Dieselbe Sache zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, liebe Geschwister, barakallahu fikum, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir versuchen, diese Eigenschaft uns anzueignen. Ja, und ich habe vorhin schon gesagt, das Gebet ist voll mit Alhamd und Shukr. Ja, mit Alhamd und Shukr. Du fängst das Gebet an, ja, mit Allahu Akbar. Das erste, was du daran sagst, von den Sachen, die Pflicht sind, Alhamdulillah Rabbil. Du fängst an mit dem, dass du Allah dankst. Und wenn du zum Ruku' runtergehst und wieder hochgehst, sagst du Rabbana walakal hamd. Und dann dankst du Allah wieder. Und was sagst du am Ende des Gebets? Wenn du fertig bist mit dem Gebet, was sagst du? Subhanallah. Du sagst dann die Dua, die jeder von uns auswendig lernen muss. Im authentischen Hadith, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam überlieferte, im Hadith von Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu. Mu'ad, ja, diese schöne Da'wa einfach. Die Da'wa vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dieser Charakter. Hast du schon mal dafür Allah gedankt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam dein Prophet ist? Dass du zu der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehören darfst? Dass du inshallah zu denen gehören darfst, die vielleicht diese Gnade erleben werden, erreichen werden, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für dich Dua macht, für dich Fürsprache hält, für dich weinen wird vor Allah, dass Allah also deine Haut rettet. Subhanahu wa ta'ala schon mal dafür gedankt, dass du zu seiner Umma gehörst. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, er hat vieles gemacht, vieles getan, dafür, dass die Rechtsleitung, dass der Weg zu uns kommt und dass der Weg uns gezeigt wird, der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, lange Weg, der Weg ins Paradies oder der Weg, dass du geschützt wirst vor Jahannam. Du gehörst zu der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil Allah es wollte, weil Allah dir diese Geschenke gegeben hat. Subhanallah. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, er sagte, O Mu'adh, ja Mu'adh, Wallahi inni la uhibbuk. Schaut mal die Dua, diese Da'wa, die der Prophet gemacht hat. Und schaut mal, wie wir heute miteinander umgehen. Wie wir Da'wa machen. Wie wir mit unseren Kindern Da'wa machen. Ja Hmar, oh du Esel, komm her. Hast du schon gebetet? Schau mal, die Da'wa von Muhammad, der Charakter des Propheten Muhammad. Er sagt, oh Mu'adh, sein Gefährte. Ist nicht jemand, der ihm was geben kann. Jemand, der... Nein, der Prophet Muhammad sagt zu ihm, er will ihm einen Ratschlag geben. Einen Ratschlag für uns, für seine Umma. Einen Ratschlag, der dir hilft, ins Paradies zu kommen. Aber schaut, wie der mit ihm anfängt zu reden. Schaut, was für einen Charakter er hat. Dass alle eine Scheibe abschneiden können. Er sagt zu ihm, Ja Mu'adh, Wallahi inni la uhibbu. Und er schwört darauf. Der braucht nicht zu schwören, weil As-Sadiqul Masduq, sallallahu alaihi wasallam, er braucht nicht zu schwören. Aber er schwörte und er sagte, Oh Mu'adh, Wallahi, ich liebe dich. Und dann sagte er ihm, diese schöne Sache, und zwar dieses Bittgebet, was er niemals lassen soll und dass er es immer aussprechen soll. Er sagte, Oh Mu'adh, Wallahi, ich liebe dich. So vergiss nicht, am Ende von jedem Gebet zu sagen, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Allah, bitte unterstütze mich. Bitte hilf mir dabei, dir zu gedenken, dir dankbar zu sein, ein dankbarer Diener zu sein und dir auf eine schöne Art und Weise, dich auf eine schöne Art und Weise anzubeten. Auf gute Art und Weise oder perfekt dich anzubeten. Oh Allah, hilf mir dabei. Das ist ein Bittgebet, liebe Schwester, jeder von uns muss das kennen. Und das sollte man in jedem Gebet sagen. Wenn du Tashahhud machst, ja, am Ende, nach Salat al-Ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad und so weiter, ja, am Ende davon sagst du, Allahumma a'inni, hilf mir, a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ja, und deswegen, liebe Geschwister, barakallahu fikum, ist es eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, dass wir inshallah dankbar sind und dass wir versuchen, diese Dankbarkeit zu sprechen und immer wieder, ja. Und schaut mal, am Anfang des Gebets, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Und während des Gebets, in jedem Ruku' sagst du, Rabbana wa lakal hamd. Und am Ende des Gebets sagst du, oh Allah, hilf mir dabei, dir dankbar zu sein. Und dann sagst du, Assalamu alaikum, rahmatullah, Assalamu alaikum, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allahumma anta salamu minka salam. Was sagst du danach? Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. 33 Mal, nach jedem Gebet. Ja, warum? Weil Allah liebt es, dass du dankbar bist. Und du musst ja auch dankbar sein. Allah hat dich doch beten lassen. Allah hat dich doch gerufen und rechtgeleitet. Du bist ja nicht selber schlau einfach, weil du schlau bist, habe ich gebetet oder was? Du hast gebetet, weil Allah dich hat beten lassen, weil Allah dir diese Gnade geschenkt hat. Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir unbedingt diese Sache, diese Dankbarkeit, ja, lernen und diese Dankbarkeit in unser Leben umzusetzen. Warum? Weil Dankbarkeit ist nicht Allah Shukr sagen oder Alhamdulillah zu sagen. Alhamdulillah zu sagen ist eine der besten Sachen, die man sagen kann. Wie Allah sagt im Koran, in Surat al-Kahf, kennt ihr alle auswendig bestimmt, ja? وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ. Ja? Die Baqiyat Salihat sind, manche Gelehrte sagen, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ja? Alhamdulillah. Subhanallah, ja? Und deswegen, barakallahu fikum, liebe Geschwister, ist das sehr, sehr wichtig, dass wir diese Eigenschaft uns aneignen, immer viel Allah Azza wa Jal zu danken für die ganzen Gnaden, die er uns gegeben hat. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Dankbaren gehören lassen. Subhanakallah wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, inshallah. Das war das Thema Dankbarkeit, inshallah, was mir eingefallen ist in den kurzen Minuten. Ist eigentlich auch, glaube ich, ein bisschen länger gewesen, als ich wollte. Und ja, ich denke, wir machen jetzt einfach Schluss. Wie viel haben wir? 4:30 Uhr. Ich glaube, dass hier Leute mit reinkommen. Ich wüsste nicht, ehrlich gesagt, unbedingt gut ist. Deswegen muss das nicht sein, inshallah, barakallahu fikum. Von mir aus könnten wir drei Fragen beantworten vielleicht. Dann haben wir inshallah noch ungefähr eine Stunde Zeit bis zum Fajr. Wenn ihr möchtet, können wir das machen inshallah. Darf man mit seiner Schwester beten? Ja, darf man, kein Problem, inshallah. Wie ist Ramadan und Zahnseide? Zahnseide benutzen ist kein Problem, inshallah. Wann kommst du nach Dresden? Inshallah, wenn die Einladung kommt, da ist, dann komme ich, inshallah. Bi'idhnillah azza wa jal. Welche Koran-Übersetzung ist die beste? Oder so? Ja, ehrlich gesagt, es gibt also bei den Koranen, die wir jetzt momentan haben, oh ja, so viele Fragen, Spanner. Ja. Also momentan ist, glaube ich, diese von Bubenheim ja noch die beste, aber da sind auch Fehler drin. Das ist einfach eine ungefähre Übersetzung und ungefähre Übersetzungen können nicht perfekt sein, ja, weil es ja nur ungefähr das wiedergibt. Eine islamische Scheidung, muss sie beim Imam vollzogen werden? Nein, muss sie nicht. Und nein, ich wohne nicht in Saarbrücken. Es gibt auch muslimische Djinns, kommen diese später auch ins Paradies? Natürlich. Ja, die Djinns haben keine andere Aufgabe als wir Menschen. Manche von ihnen kommen in die Hölle, und zwar die Ungläubigen. Und manche von ihnen kommen ins Paradies, und zwar die Gläubigen. Ja? Ganz gleich wie bei den Menschen, außer dass sie anders sind. Und die sind stärker. Ja? Die sind stärker. Ich lade dich hiermit ein. Wohin denn? Jetzt so viele Sachen. Ja, wieso war der Koran notwendig? Also wieso hat uns Allah nicht das Wissen mit der Geburt gegeben? Und die Antwort dazu ist ganz einfach. Wir können nicht Allah hinterfragen, warum hat Allah so und so gemacht? Ja? Allah sagt auch im Koran, hätte er gewollt, hätte er alle Menschen gläubig gemacht. Hat er aber nicht. Ja? Warum? Er ist der Allwissende, er ist der Allweise, er weiß warum. Und er muss uns auch nicht alles mitteilen. Ja? Von der Logik her natürlich könnte man 1000 Sachen antworten. Vielleicht, weil wir danach suchen sollen. Vielleicht, weil wir diese Anstrengung, das ist ein Test. Ja? Vielleicht, weil wir einfach diese Zeichen erkennen sollen. Vielleicht dies, vielleicht das. Ja? Aber Allah hat das entschieden, dass es so ist, wie es ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala würde niemals Unrecht tun. Ja? Soll man seine Tattoos entfernen lassen oder ist es weitere Sünde? Nein, es ist definitiv keine weitere Sünde, wenn man das gemacht hat, als man nicht Muslim war oder man bereut hat. Und man muss sie nicht wegmachen. Nein. Ach, hier wohnst du in München? Ich wohne nicht in München, nein. Darf ich einen Schia mit in die Moschee nehmen? Kannst du machen, ja. Und in die Moschee zu gehen. Und natürlich solltest du dann vielleicht, was du vielleicht sowieso machst, ihm zur Sunna, zum Islam einladen. Ja? Beziehungsweise zum richtigen Weg, je nachdem, was er so glaubt, was er nicht glaubt. Gibt ja auch bei den Schiiten verschiedene Gruppierungen und verschiedene, ja, Leid und Extrem und so. Nee, das ist nicht dieselbe Frage. Nicht unbedingt dieselbe Frage. Ja. Das sind so viele Fragen. Wie ist das mit einer Christin als Frau, die aber nicht zum Islam will? Also die Frage war jetzt nicht komplett, ne? Und ja. Wie soll man mit einer Christin umgehen? Oder? Also man darf eine Christin heiraten, aber man muss aufpassen bei dieser Sache. Ja? Man muss aufpassen bei dieser Sache. Und zwar ist es so, dass man im Islam die Frauen von der Schrift, ja, denen die Schrift gegeben wurde, dass man die heiraten darf. Okay, man darf also eine Christin oder einen Jüdin heiraten, andersrum nicht. Eine muslimische Frau darf keinen Juden oder Christen heiraten. Aber ein Mann darf eine Jüdin oder Christin heiraten. Aber es ist aber nochmal ein Unterschied, liebe Macht, in einem islamischen Land. In einem islamischen Land ist es Mo Mohammed hier aus Bonn oder von wo, der gerade live gehen wollte. Ja, es ist ein großer Unterschied, liebe Geschwister, weil in einem islamischen Land, wenn du als Muslim eine Christin oder eine Jüdin heiraten würdest, es würde zur Scheidung kommen. Normalerweise bekommst du, nach islamischem Recht, bekommst du die Kinder, ja, weil die Kinder müssen auch nach dem Islam also erzogen werden, ja, oder groß werden, im Islam groß werden. Aber in diesen Ländern hier ist es ein großes Risiko. Und wir wissen ja, die Statistiken, wie die sind, Allahu Alam, keine Ahnung ganz genau, aber ich würde mal sagen, so von meinem Gefühl her definitiv, und ich glaube, dass es irgendwo so in diesen Richtwert hat, 50%, also das ist, jede zweite Ehe geht kaputt. Das heißt, du heiratest eine Christin, es läuft falsch, was machst du? Scheidung, ja, und dann lässt man sich scheiden und diese Kinder werden wo großgezogen? Deine Ex-Frau quasi dann, wird dann einen Norbert heiraten vielleicht danach, ja, der auch kein Muslim ist, auch ein Christ ist vielleicht, und dann werden deine Kinder mit zwei Eltern erwachsen oder großgezogen, die keine Muslime sind, ja, und die werden dann quasi mehr oder weniger zu Kuffar, ja, und deswegen, liebe Geschwister, ist das nicht einfach so, ja, man muss das, man muss da wirklich aufpassen. Ja, man muss da wirklich aufpassen. Also, man darf eine Christin heiraten, aber wenn man Kinder bekommt, da muss man wirklich aufpassen. Das ist Allahu Alam. Ja, unter diesen Bedingungen, unter diesen Gesetzen und so, da... Ich will nicht sagen, dass es haram ist, aber man muss aufpassen. Man muss da vielleicht trotzdem nochmal Gelehrte oder so fragen. Allahu Alam. Ich muss von Deutschland in die Türkei fliegen, kann ich das Fasten unterbrechen? Kannst du, ja. Kannst du. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Laysa min al-birr as-siyamu fi safar. Es gehört nicht zu den guten Taten oder es gehört nicht zur Güte während des Fastens zu fasten. Das ist ein authentischer Hadith. Aber man muss halt schauen, man kann trotzdem fasten, ja, wenn es leicht ist, easy ist und so. Also ich bin vorgestern auch geflogen, aber ich bin 1 Stunde geflogen und weil natürlich, man darf Fasten brechen, weil es eine Reise ist, ja, aber muss nicht sein, also, ja. Braucht man einen Imam für islamische Ehe? Ja, so. Jemand muss auf jeden Fall diese Eheschließung machen. Also man darf schon brechen, ja. Egal, Polen, Türkei fliegen, auch wenn man 1 Stunde fliegt. Man dürfte schon, man darf schon. Allah sagt im Koran, in Suratul Baqarah, وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Und wenn ihr krank seid oder auf Reise seid, welche Anzahl an anderen Tagen, die man dann nachholt. Ich habe immer so hier so viele Live-Beitritt-Anfragen. Immer wieder kommt das hoch. Aber ehrlich gesagt, ich sehe da nicht jetzt großartig irgendwie Nutzen davon oder so. Ja, ist nicht böse gemeint, aber ich wüsste nicht, wofür das gut ist oder so, ja. Wenn das irgendwie Nutzen hat, dann würde ich vielleicht sowas schon machen, aber ja. Ja, man muss dann auch wissen, ne? Wenn du eine Frau heiratest, die ist keine Muslima, im Arabischen gibt es ein Sprichwort, das sagt, Faqidu Shayl, jemand, der etwas nicht besitzt, der kann es dir auch nicht geben, ja. Wenn diese Frau keinen Islam hat, der kann sie auch nicht deinen Kindern Islam geben, ja. Wenn du dich vielleicht mit ihr gut verstehst und alles abgemacht hast und dies, das und alles läuft gut, kann das sein, dass sie dann auch, ne, so nur halal und das und vielleicht erinnert ihn sogar, ne, weil ihr euch super versteht und ihr habt gar kein Problem, das ist, solange es gut läuft. Ja, wenn es nicht gut läuft oder Scheidung, dann ist es halt was anderes. Deswegen muss man wirklich aufpassen bei dieser Sache. Jemand hat gerade eine Frage gestellt, ich wollte eigentlich darauf eingehen. Alhamdulillah. Was passiert im Barzakh? Das ist ein Vortrag. Bist du der einzige Gläubige in deiner Familie? Nein, also bei mir nicht. Nein. Alhamdulillah. Wie auch immer, auf jeden Fall vielleicht noch eine wichtige Frage, irgendwas. Moment, wird ein Jumu'ah angenommen, wird ein Fasten angenommen, wenn man zum Jumu'ah geht und zu Hause Dhuhr betet? Crazy. Das ist echt crazy, diese Frage. Wird ein Fasten angenommen, wenn man zum Jumu'ah geht und zu Hause Dhuhr betet? Warum soll man Dhuhr zu Hause beten, wenn man zum Jumu'ah geht? Also man betet Jumu'ah, man braucht kein Dhuhr beten, man betet Jumu'ah, das ist ja. Und ich wüsste nicht, was das mit dem Fasten zu tun hat, ehrlich gesagt. Ja. Und ja. Ach genau, das wollte ich fragen, das wollte ich inshallah besprechen. Ich wollte eigentlich sowieso nur ein kurzes Video darüber machen. Und zwar Barakallahu Fikum über das Thema, wann man aufhören soll zu essen. Ja? Es gibt ja manche Kalender, besonders glaube ich die türkischen Kalender, die haben ja immer dieses Imsak, ja, Imsak. Und dann kommt ja, so 10, 15 Minuten vor der Morgendämmerung, wann Fajr anfängt, so 10, 15 Minuten vorher, kommt dieses Imsak. Das heißt Imsak, dass du stoppst und dass du nicht mehr isst. Und dann 10, 15 Minuten danach ist dann die Morgendämmerung, die zweite Zeit, wo du dann anfangen könntest, rein theoretisch das Fajr-Gebet zu beten. Ja? Und die Leute, die dann nach diesem Imsak gehen, die hören dann auf zu essen. Und ehrlich gesagt, liebe Geschwister, diese Sache ist so, ich habe mir meine Meinung dazu, weil ich folge in dieser Sache einfach dem, was ich denke, dass es die richtige Meinung ist und die Meinung, meiner Meinung nach, die Meinung der meisten Gelehrten, ja. Und das ist, dass man nicht beim Imsak aufhört, sondern dass man essen und trinken kann und soll, bis zur letzten Minute, weil es auch zur Sunnah gehört, dass man ja As-Suhur quasi bis zum Ende macht und also bis zum Ende der Zeit. Und die Sache, warum diese Leute das haben, also manche Leute, manche Geschwister oder manche Prediger sagen, hey, das ist voll Bid'ah und so, das gibt es sowas gar nicht, das gab es früher gar nicht und so, das kann man so nicht sagen. Es gibt schon Gelehrte, die diese Meinung haben. Und zwar gibt es diese Meinung. Und zwar wegen dem Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich glaube, der Hadith war von Zaid. Auf jeden Fall ist ein authentischer Hadith, bekannter Hadith, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oder der Sahabi gefragt wurde, ja, wie lange war die Zeitspanne zwischen dem Aufhören vom Essen, dem Suhur und dem Gebet oder dem Ruf zum Gebet, dem Adhan. Und der Sahabi sagte, 50 Verse vom Koran. Ja, die Sahaba, die haben in der Zeit damals, die haben oft diese Sachen gezählt, also die Zeitspanne gezählt mit Versen, die man im Koran liest. Und diese Verse, wenn die natürlich so, wenn die sowas gesagt haben, dann meinten die, weil es gibt ja Verse, die sind lang, sehr lange Verse im Koran, und es gibt Verse, die sind sehr, sehr kurz, ja, und die sind beide nicht gemeint, sondern die mittelmäßigen Verse, ja. Und dann haben die gesagt, 50 Verse. Das heißt, der Prophet Muhammad s.a.w. hat zwischen dem Suhur und dem Gebetsruf eine Zeitspanne gelassen von 50, ja, von 50 Versen, was so ungefähr 15 Minuten ist. Ich sage mal grob 10 bis 20 Minuten, weil das ist ja nicht so eine ganz exakte Zeitangabe, ganz exakt auf die Minute oder so. Ja, 50 Verse, weil es gibt ja auch mittelmäßige Verse, gibt's so, ja, aber ich sage mal ungefähr 15 Minuten. So, und deswegen haben diese Leute das eingeführt, ja, dass es eine Imsak gibt. Warum? Weil manche Gelehrte haben diese Meinung, dass das damit gemeint ist. Das heißt, du hörst auf zu essen. Und dann hast du Zeit von 50 Verse zu lesen, mittelgroße Verse zu lesen, bis zum Adhan, ja? Und deswegen haben die diese Meinung. Aber die meisten Gelehrten haben eine andere Meinung. Die sagen, nein, die nehmen andere Hadithe, wo dann steht, zu ihr, und zwar zu ihr, zu Iqama. Warum? Weil die Iqama wird auch Adhan gemeint, ja? Adhan und Adhan. Adhan und Iqama werden auch beide Adhan genannt. Ja, also die Iqama, wo man sagt, Qad qamatis salatu, Qad qamatis salat, wo du dann wirklich auch betest, also nicht der erste Adhan, sondern der zweite Adhan, wo du dann anfängst zu beten, das wird auch Adhan genannt im Islam. Und deswegen, Barakallahu fikum, ja, und deswegen, Jazakumullahu khairan, ist es so, dass andere Gelehrte andere Hadithe haben, auf die sich berufen und den ganz klaren Beweis vom Koran, ja, der sagt, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Und isst und trinkt, bis der weiße Strich, ja, im Himmel sich deutlich macht von dem schwarzen, ja. So, und deswegen, wie gesagt, gibt es einen Koranvers, der extrem Gewicht hat, und andere Hadithe, die diese Meinung unterstützen, dass man isst bis zum Ende, also das heißt bis zum Adhan, dass man nicht diese Imsak macht. Ja, ich würde persönlich, Allahu Alam, ja, aber es gibt Gelehrte, auch Sheikh Al-Kamali oder andere Gelehrte gibt es, die diese Meinung haben. Deswegen, ich finde das so, Allahu Alam, ja, ich finde das ein bisschen hart, wenn man sagt, das ist komplett Bid'a und das ist, ja, das ist voll erfunden und das gibt's gar nicht. Es gibt Gelehrte, die diese Meinung haben. Wallahu ta'ala Allahu Alam. Aber wie gesagt, ich finde auch, meiner Meinung nach, ist das stärker, dass man kein Imsak macht, also nicht vorher aufhört, sondern wirklich bis zur Morgendämmerung. Bis zur Morgendämmerung, bis zur ersten Zeit, wo man anfangen kann, das Fajr-Gebet zu beten. Ja? Also das ist die erste Zeit, wo das Fajr-Gebet anfängt, oder das Subh-Gebet anfängt. Ja? Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam. Das ist meine Meinung dazu, und ich denke, wir machen jetzt hier Schluss, weil ich sehe jetzt hier nochmal, ich hatte das gestoppt, und jetzt sehe ich hier 59 neue Nachrichten. Und ich glaube, wenn ich jetzt anfange, da noch Sachen zu beantworten, dann werden wir alle kein